Moin Moin und willkommen zurück bei Stellaris. So, wir sind direkt mitten im Ra in der Raumschlacht mit den Anbinden. Ich hoffe ja, dass wir sie dann aus unserer Raumzeit hier entfernen können. Oder unserer Dimension wäre, glaube ich, die richtigere Wortwahl. Leider müssen wir uns jetzt dadurch das komplette Research System complete. kämpfen. Unsere Explosivwaffen machen jetzt aber etwas mehr Schaden, immerhin. Mehrfeldproduktion für Mineralien nehmen wir mit. Hostile fleet engaged. Tja, die Schiffe hier hinten sind gar nicht im Einsatz. Ist vielleicht wirklich cleverer, die Flotte in zwei oder mehr Flotten zu teilen. Hostile fleet engaged. Oh Gott, da kommt die erste Flotte der Anbinden. Die war nur 50k, die ist uns aber direkt im Rücken gesprungen. Gucken, was wir dagegen jetzt ausrichten. Wir verwenden seltsame Waffen. Die verwenden Energiesauger. Okay, also meine Panzerung bringt mir so gut wie gar nichts dagegen. Ich helfe nur Schilde. Na, solange wie die nur so häppchenweise kommen, ist das für uns ganz gut. Verluste, also können die alle nach und nach gerne reinkommen. So. Ihr habt uns nicht gefressen, wir beißen zurück. Boah, schon 4k Kampfkraft verloren, wie krass. Situation log updated. Situation log updated. Drücken noch mal neue Schlachtschiffe in Auftrag geben. Da schon die nächste Flotte. Ausweichen plus 20%, aua. Die Raumstation hier, die beschäftigen uns echt. Der ist einfach mal dreist mit einem Forschungsschiff. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Ich stelle den auf passiv. Lass den hier mal erforschen. Vielleicht können wir da was upgraben. Ich denke, der Kampf hier wird noch etwas länger dauern in dem System. Fleet engaged. Construction complete. Situation log updated.
Ja, und die neue Flotte schreitet ein. Sie ist in Kampfreichweite. Sie ist aber schon beschädigt. Und die Stationen binden uns immer noch. Na, greifen unsere Jäger an. Sieht gut aus. Oh, ihr dreht kurz vorher ab, ernsthaft? Warum? Beschießt sie doch einfach. Scheint aber so, als wenn die keine Punktverteidigung haben, da könnten Jäger echt ein Problem für die werden. Jäger hier noch richtig Schaden anrichten, bevor die in Schussreichweite kommen. Ne, jetzt eröffnen sie das Feuer. Aber noch scheinen die Jäger ihn auch nicht wirklich zu kratzen. Was ist denn das jetzt? Oh, die Viecher schon wieder. Situation log updated. Gucken, wo das wieder ist. Wenn unser Forschungsschiff das schafft mit den Trümmern, dann ist der Wissenschaftler noch zu schlecht, haha. Also, Forschungsschiff darf Informationen sammeln, wenn hier die Raumschlacht tobt. Kann man mal machen. Gucken, was wir da abgreifen können. Ich hoffe, das lohnt sich. Wir haben schon ordentlich Schiffe verloren. Zumindest von den kleinen. Vielleicht doch nochmal wieder ein paar Korvetten als Kanonenfutter bauen. Dafür taugen die ja hervorragend. Naja, er hat schon die ersten Schiffe verloren. Die Jäger machen ihren Job ganz gut. Science Ship under attack. Oh, das Science Ship wird angegriffen. Ach, du ahnst es nicht. Das ist jetzt aber ungünstig, dass einem da noch so eine 100K-Flotte in den Rücken fällt. Ja, aber dann Fortschritt hier noch durchkriegt. Nein. So nicht. Das ist jetzt aber übel. Großer Teil meiner Feuerkraft ist noch mit der Flotte beschäftigt, die ganzen Jäger und Bomber. Dann kann ich ihn nur mit den Bordwaffen bekämpfen.
jetzt habe ich aber auch mit schweren Verlusten zu kämpfen. Schön im Keil, hervorragend. Schlechter kann es nicht laufen. Mal gucken, wie wir dann hier rauskommen. Ein Blitzlichtgewitter. Die Energie sauber macht schon ganz schön Schaden. Noch eine 50er Flotte. Die Hälfte haben wir quasi schon zerstört. Mann. Ist das ein epischer Kampf hier? Schon gut ein Drittel unserer Flotte verloren. Ja, wenn ich jetzt mal hochrechne, 50k, die zweite 50k und hier nochmal eine 100k Flotte, haben wir schon 200k vernichtet. An Kampfkraft, das ist schon richtig viel. Die Frage ist, wie viel hat er noch? Und wie schnell kann er das ersetzen? Da habe ich leider überhaupt keine Erfahrung. Situation log updated. Okay, die 100k Flotte ist geschlagen. Ich bin jetzt einfach nochmal so dreist und versuche das. Die Flotte ist auch so gut wie erledigt. Das ist auch nicht mehr wert, noch genannt zu werden hier. Situation log updated. Die Stationen sollten jetzt auch ganz schnell gegessen sein.
Situation log updated. Dafür der. Das sollte jetzt auch schnell erledigt sein. Situation log updated. So, und jetzt aber direkt durch. Hoffen, dass das noch klappt. Schiff hat noch ein gutes Stück vor sich. Hostile fleet engaged. Oh, euer Ernst. Hat sich echt gut abgesichert. Könnte ich hier vielleicht in diesem System auch mal machen. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Construction complete. Hostile fleet engaged. Wow, da kommt schon wieder eine Unbindenflotte. Hostile fleet engaged. Zwei. Nochmal 100k Kampfkraft. Schmeckt mir gar nicht. Am dicksten Nahkampf. Das ist ein Blitzlichtgewitter hier. Hostile fleet engaged.
das heftig. Dann wieder 100k Kampfkraft von den Anbinden. Da sind wir schon bei 300k. Research complete. Das nützt nichts. Wir werden Situation uns selbst aufbauen müssen. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach mehr. Maschinenbauhalle, Korvettwerft, Zerstörerwerft, Flottenakademie, Kreuzer. Das reicht nicht mehr. Und je nach werden wir richtig viele Schiffe nachbauen müssen. Von unserer stolzen 220k Flotte sind noch nicht mal mehr 50k über. Selbst wenn jetzt noch so eine Flotte kommt, sind wir erledigt. Schlachtschiffe, 35 Kreuzer sind über. Situation log updated. Situation log updated. Rausspringen. Wenn wir jetzt wieder durchspringen. Hostile fleet engaged. Was zur. Oh, toll, hätten wir auch da bleiben können, wäre besser gewesen. Grill. Planen wir jetzt eigentlich rausspringen, wieder reinspringen, dann sind die anderen Stationen nicht in Reichweite, hätten wir vorbeifliegen können. Aber stattdessen haben wir es schlimmer gemacht. Ja, das reicht nicht, wir kommen nicht durch. Situation log updated. Rückzug. Debris analyzed. Und da ist noch eine 60k Flotte. Ich werd verrückt. Das reicht nicht. Wir müssen uns zurückziehen. Zack. Hostile fleet engaged.
Hostile fleet engaged. Gucken, ob wir noch lebend wegkommen. Hostile fleet engaged. Nein, unsere Flotte wird einfach komplett geraucht. Situation log updated. Auf jeden Fall müssen wir das die Energiesauger einsetzen. Der hat die Eigenschaft Panzerungsdurchdringung. Hostile fleet engaged. Mit anderen Worten, wir sollten auf Schilde setzen. Da werde ich wohl meine ganzen Schiffskonzepte noch einmal überdenken müssen. Hostile fleet engaged. Debris analyzed. Hostile fleet engaged. Gucken wir, ob wir wenigstens unser Forschungsschiff retten können. Research complete. Das war dann ja wohl nix. Ja. Gucken, wo wir seine extradimensionale Waffen finden. Okay, hier nicht. Was hatte ich hier denn jetzt geforscht? Habe ich mir gar nicht gemerkt. Da haben Mineralien. Gucken wir hier mal kurz rein. Panzerungs- und Schilddurchdringung, okay. Damit den Spieß umdrehen können. Jetzt muss der Wissenschaftler irgendwie Level 3 werden, damit wir die Quest erfüllen können. Und hoffen, dass uns jetzt keiner den Krieg erklärt. Tja, so eine gigantische Raumschlacht und wir sind nicht durchgekommen. Bis Seed sind wir gekommen. Das ist nicht weit. Aber vielleicht haben die anderen jetzt irgendwie eine Chance, da durchzukommen. Wie schnell wir die Flotte wieder aufbauen können. Weitere Konstruktionsmöglichkeiten sind hier im Bau.
Schlachtschiffe. Ja, damit würde ich natürlich dann Schilde schneller aufladen. Das kostet einfach zu viel Energie. Kreuzer sind auch noch im Bau. Wer? Dann haben wir hier noch Wer baut der hier? Tja, ob wir das weiterhin überleben, sehen wir dann in der nächsten Folge. Lasst mal einen Daumen, Kommentar oder ein Abo oder vielleicht mal ein paar Tipps gegen die Anbinder. Ja, und dann sehen wir uns morgen.